Kultur erleben, Freizeit genießen bei Television Zwickau. Im idyllischen Tal der Mulde südlich von Zwickau liegt Burg Stein. Die mittelalterliche Burg, die sich noch heute im Besitz der Familie von Schönburg-Hartenstein befindet, beherbergt neben der Forstverwaltung und dem Standesamt auch ein Museum, in dem zahlreiche Exponate aus den verschiedenen Epochen ausgestellt sind. Dieses Museum hat nun seit einigen Tagen einen neuen Leiter, der sozusagen ein Heimkehrer ist. Nach Arbeitsstellen in Dresden und Stuttgart kehrte der gebürtige Reinsdorfer nun in seine alte Heimat zurück, um den Besuchern die Geschichte der Burg Stein näher zu bringen. Willkommen auf Burg Stein, mein Name ist Markus Döcher und ich werde Sie in der nächsten Stunde durch die Burg führen. Die historische Grafschaft Hartenstein entstand während des Landesausbaus im 12. Jahrhundert. Unsere älteste Burg hier in der Stadt, das war Burg Hartenstein. Sie entstand um 1170, hier sieht man sie um 1800 im Stil der Neugotik. Hier im Jahr 1930, da gab es auch schon erste Aufführungen des Prinzenraubes. Und dieses Aquarell entstand 1946. Es wurde durch Heinz Tuss gemalt, der auch hier dieses Burgmuseum eröffnet hat. Darauf zu sehen ist die Schlossruine 1946. Schloss Hartenstein wurde noch am 20. April 1945 durch amerikanische Tiefflieger zerstört. Deswegen heute nur noch als Ruine vorhanden. Seit wenigen Jahren kümmert sich ein Förderverein um den Erhalt der Ruine, sodass man irgendwann auch wieder mal den Prinzenraub aufführen kann. Die Burg, in der wir uns jetzt befinden, das ist Burg Stein. Sie entstand ungefähr um 1220, also 50 Jahre nachdem Schloss Hartenstein erbaut wurde. Beide Anlagen gehören historisch gesehen zusammen. Burg Stein war die Vorburg für das große Schloss oberhalb der Stadt. Die Burg hier entstand an einem alten Fernhandelsweg von Böhmen von Altenburg kommen nach Böhmen. Wenn wir hier außerhalb der Burg vorbei, also rausschauen aus dem großen Fenster, sehen wir die Straße. Diese gab es auch schon im Mittelalter, da befand sich der alte Fernhandelsweg. Anstelle dieser Brücke gab es auch schon früher eine Furt, wo die Händler durch die Mulde ziehen konnten. Die Burg entstand auch deswegen hier unten genau an dieser Stelle, weil die Mulde damals die Grenze zum vogtländischen Territorium war. Und hier hat man auch die Händler kontrolliert, mussten zum Beispiel Wegezoll entrichten. Unsere Burg war aus Sicherheitsgründen von einem Wassergraben umgeben. An dieser Stelle hier unten kann man ihn auch noch sehen. Da, wo sich heute die steinerne Brücke befindet, da gab es ursprünglich eine hölzerne Zugbrücke, die man im Notfall auch hochziehen konnte, sodass man hier drin sicher war. Die Burg Stein ist natürlich nach dem Fels benannt, auf dem sie gebaut ist. Es ist ein großer Basaltfels, erreicht von der Mulde ungefähr 20 Meter in die Höhe und man hat die Burg teilweise in den Fels bzw. auch auf den Fels gebaut. Da, wo er nicht gestört hat, hat man ihn auch direkt im Mauerwerk belassen. So sieht man in unserer gesamten Burg überall große Felsstücken. Jetzt können Sie mir nach draußen in unseren ehemaligen Wehrgangsbereich folgen. Hier befinden wir uns jetzt in unserem ehemaligen Wehrgangsbereich. Diese großen Zinnen, die Sie hier an der Seite sehen, die gab es ursprünglich nicht. Hier müssen Sie sich einen hölzernen Wehrgang vorstellen mit ganz schmalen Schießscharten bloß. Die originalen Schießscharten haben sich an manchen Punkten in der Burg erhalten. Hier oberhalb dieses kleinen Gebäudes können wir sie noch sehen. Es sind sogenannte Schlüssellochschießscharten, die hier an der Mauer waren. Und von da konnte dann die Burgbesatzung die Burg verteidigen. Auf unserer Burg lebten immer nur 6 bis 8 Leute. Im Notfall konnten dann aus Schloss Hartenstein noch weitere Leute heranbeordert werden, die dann hier bei der Verteidigung ausgeholfen haben. An der Außenwand unseres Palas, dem ehemaligen Hauptgebäude der Burg, können Sie den Außenabort sehen. Innenliegende Toiletten gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, als man unsere Burg errichtet hat. So musste man sich draußen in luftiger Höhe an der Burg aufhalten, um sein Geschäft zu erledigen. Dann fiel alles herunter, sammelte sich unterhalb des Erkers in diesem Bereich, der jetzt so begrünt ist, in einer Art Schissgrube, so wird sie in den alten Unterlagen genannt. Dort sammelte sich alles und floss dann heraus in unserem Burggraben, wo dann alles in die Mulde gespült wurde. Das war sozusagen die Toilette hier auf der Burg. Jetzt können Sie mir weiter folgen, unseren Wehrgang entlang.
Hier unterhalb des Bergfriedes können Sie gut erkennen, dass unsere Burg ursprünglich zwei Mauerringe hatte. Auf der rechten der Mauerring, davor war der Wallgraben und der Wassergraben. Und hier die etwas erhöhte Mauer, eine Art Schildmauer. Diese Mauer wurde etwas überhöht gebaut, um den dahinterliegenden Burghof zu schützen. Und wenn hier drüben auf der anderen Seite auf dem Hügel Angreifer standen und wenn sie die Burg beschossen haben, flogen die Pfeile an diese Mauer, aber die Leute dahinter im Burghof waren sicher. Die Zugänge nach oben wurden eng und schmal gebaut, damit nur Angreifer hintereinander hochlaufen konnten und die Burg von oben gut noch verteidigt werden konnte. Hier befinden wir uns auf dem oberen Burghof. Dieser Burghof ist der älteste Teil der Anlage mit. Der Bereich zwischen Palas und Bergfried ist der älteste bebaute Teil der Anlage. Alles, was Sie hier unten sehen, das heute rot gestrichene Gebäude, das entstand erst ab 1450. Der untere Burghof war komplett umbaut, leider in einem Brand in den 1760er Jahren alles abgebrannt, deswegen heute nur noch dieses kleine Stück zu sehen, aber ursprünglich war der gesamte Innenhof umbaut. Der sogenannte Südflügel reichte bis an die Mulde heran und dann gab es noch ein Quergebäude, das direkt unten an den Bergfried heranreichte. So war der Burghof rechteckig komplett umschlossen und der einzige Zugang war das große Tor, durch das sie am Anfang hereingekommen sind. An dieser Stelle befand sich die alte Burgkapelle. Wir können hier noch den originalen Eingang sehen mit dem Türgewände. Das ist die Außenmauer der Kapelle gewesen. Unsere Kapelle hat ein hohes Satteldach und ein großes Maßbergfenster in Richtung der Mulde. Und unterhalb dieser Klappe hier, da befand sich die ehemalige Burggruft. Wir stehen jetzt unterhalb unseres Bergfriedes. Er ist an der höchsten Stelle der Anlage erbaut und war der höchste Turm der Anlage. In 12 Meter Höhe sehen Sie die hölzerne Türe. Das war der ursprüngliche Zugang in den Turm. Man musste im Ernstfall türmen, das bedeutet, man ist über eine Strickleiter hinaufgeklettert und hat dann diese Leiter hinter sich hochgezogen. So war man eine Zeit lang sicher dort oben. Natürlich musste man Vorräte dabei haben, Wasser und Nahrungsmittel, sodass man eine gewisse Zeit lang dort oben überleben konnte. Der Turm war ursprünglich nicht ganz so hoch, wie wir ihn heute sehen. Da oben, wo sich diese Aufbauten drauf befinden, diese kleinen Zwerchhäuser, dort gab es einen Zinnenkranz und eine Wehrplattform, sodass man von dort oben auch die gesamte Umgebung beobachten konnte und dann auch erkennen konnte, wenn Angreifer nahten. Innerhalb des Turms befindet sich auch ein Verlies. Es ist in dem unteren Bereich integriert. Der Innendurchmesser unseres Turms beträgt nur 1,20 Meter. Er hat damit den engsten Innendurchmesser in ganz Sachsen. Die Mauern betragen 3,30 Meter. Hier sehen Sie die originale Eingangstür des Palas, also dem ehemaligen Hauptgebäude unserer Burg. Diese Tür stammt ungefähr aus dem Jahr 1400. Sie besteht aus großen Eichenholzbohlen, die man mit solchen großen Metallbändern zusammengefügt hat. Diese Türe wiegt weit über 100 Kilogramm und konnte noch innerhalb des Gebäudes mit großen Holzbalken gesichert werden. Die wurden hier in diese Löcher eingesetzt, sodass Angreifer in keinem Fall hier reinkamen mehr. Da war die Tür sehr gut gesichert. Hier befinden wir uns im ehemaligen Aufenthaltsraum der Burg. Hier in diesen großen Nischen, da müssen Sie sich ein offenes Feuer vorstellen. Damit konnte man die Räume etwas heizen und sich auf solchen großen Kesseln, wie sie hier hinten zu sehen sind, Nahrung zubereiten. Wie ich bereits erwähnt hatte, wurde unsere Burg direkt in den Fels gebaut, wie man solche großen Felsstücke draußen im Hof sehen konnte. Solche großen Stücke stecken auch hier an den Wänden drin. Dahinter befindet sich kein Raum mehr, das ist reiner Fels. Wir haben hier eine ungefähre Mauerstärke von bis zu 5 Metern und auf der anderen Seite um die 2 Meter Mauerstärken. Das ist auch der Grund, warum diese Räumlichkeiten kaum zu heizen sind. Hier drin hält sich bis Mitte Mai die winterliche Kälte. In diesem Raum haben wir jetzt verschiedene Gegenstände ausgestellt, zum Beispiel Jagdtrophäen. Ganz interessant, die großen Vögel hier in den beiden Ecken, das sind größere Auerhähne, die hier in der Region auch gelebt haben, leider aber ausgestorben sind.
und darunter zwei kleinere Börkhähne, die heute nur noch im alpinen Raum vorkommen. Die Jagd hat man lange Zeit mit Armbrüsten. Hier im Raum sind verschiedene Modelle ausgestellt. Hier an der Seite eine Kugelarmbrust. Hier müssen Sie sich noch eine Sehne vorstellen, in der dann noch ein Korb eingearbeitet war, wo man die Kugel einlegen konnte. Mit so einer Armbrust konnte man ungefähr 50 Meter weit schießen. Viel erfolgreicher war die Jagd mit sogenannten Bolzenarmbrüsten. Hier haben wir mal ein Modell ausgestellt. Damit konnte man schon um die 200 Meter weit schießen. Jagdarmbrüste hat man lange Zeit verwendet, weil sie im Gegensatz zu Gewehren kein Geräusch beim Schuss abgeben. Man hat also längere Zeit Jagderfolg gehabt, weil man das Wild nicht aufgeschreckt hat. Hier in der anderen Ecke sehen wir noch bäuerliche Arbeitsgeräte, zum Beispiel einen großen Holzpflug. Solche Holzpflüge hat man das erste Mal um 1200 entwickelt. Diese bäuerlichen Arbeitsgeräte haben sich über die Jahrhunderte kaum verändert. Ursprünglich hatte man an solche Pflüge vorne einen Ochsen herangehangen. Das hier ist ein Ochsenstirnjoch. Der Ochse hatte das sozusagen auf dem Kopf und hat dann den Pflug gezogen. Hier hinten dran stand dann der Bauer. So einen Pflug konnte man auch Höhen vorstellen. Dieses Rad wurde hier vorne in diese Löcher eingesetzt und dann ist der Pflug entweder tief oder nicht ganz so tief in das Erdreich eingesunken und man konnte die Furche ziehen. Hier befinden wir uns im Aufgang zu den Obergeschossen des Palas. Diese hölzerne Treppe, die Sie hier sehen, die stammt noch aus der Erbauungszeit der Anlage, ist jetzt um die 800 Jahre alt und besteht aus Weißtanne. Ihre Konstruktionsweise ist einmalig in Deutschland. Sie finden nur noch auf unserer Burg eine Treppe dieser Art. Sie ist 50 cm ins Mauerwerk eingelassen und mit dem Mauerwerk nach oben gewachsen. In der Mitte hat man diese Rundungen mit dem Holzbeil ausgearbeitet und bloß lose aufeinander gelegt. Diese Stücken sind nicht miteinander verzapft und durch das Eigengewicht der Treppe bleiben sie im Lot. Jeder Besucher, der hier jemals in dieser Burg war, musste über diese Treppe hinauf, auch jeder Besitzer. Dafür sind die Treppenstufen aber kaum abgenutzt. Eine vergleichbare Steintreppe in diesem Alter könnte man sicherlich gar nicht mehr ohne weiteres hinauflaufen. Hier oben befinden wir uns im ehemaligen Schlafraum unserer Burganlage. In diesem großen Raum müssen Sie sich ungefähr die 6 Betten vorstellen, 6 bis 8 hölzerne Kojen, in der sich dann die Burgbesatzung zum Schlafen gelegen hat. In diesen Nischen wiederum konnte damals auch ein Feuer angemacht werden, wo man sich eben auch hier drinnen aufwärmen konnte. In diesem Raum haben sich auch die originalen Schlitzfenster erhalten. Das sind diese 3 an der Südseite. Viele Leute denken, es waren Schießscharten, das stimmt aber nicht. Diese waren bloß für die Beleuchtung des Raums gedacht. Nach außen hin schmal, damit niemand hereinklettern konnte, und nach innen hin wären sie breit, sodass das Licht breit einfallen konnte und den Raum ausleuchten. Im vorderen Teil des Raumes sehen wir verschiedene Jagdwaffen. Diese stammen alle aus Privatbesitz. Zum Großteil sind es Vorderlader, die man so bis ins 19. Jahrhundert verwendet hat. Vorderlader erkennt man ganz schnell am Ladestock, der sich unterhalb der Waffe befindet. Diese Waffen wurden früher von vorne geladen. Die sind unterschiedlich verziert und haben unterschiedliche Gewichte. Diese große Wallbüchse hier zum Beispiel hat ein Gewicht von 17 Kilogramm. Man musste diese Waffe auf die Mauer auflegen, denn der Rückstoß war so enorm, dass man sie gar nicht hätte halten können. Hier in der Vitrine sehen wir kleinere Pistolen, zum Beispiel eine kleine Damenpistole hier vorne. Mit dieser Waffe konnte man ca. 2 bis 3 Meter weit schießen. Damen hatten auf Reisen diese Waffen dabei, so konnten sie sich zum Beispiel verteidigen, wenn die Kutsche überfallen wurde. So eine Art Vorgänger des heutigen Pfeffersprays. Hier an der Seite 2 ganz interessante Waffen, es sind sogenannte Tromblone. Tromblone haben einen breiten Lauf, man konnte damit mehrere Kugeln gleichzeitig verschießen. Durch den breiten Lauf wurde eine Streuwirkung erzeugt, so konnte man auch, wenn man nicht genau zielen konnte, durch die breite Streuung seine Gegner bekämpfen. Man hat solche Waffen teilweise bei der Jagd eingesetzt, aber auch sehr beliebt bei Kutschfahrten. Die Kutscher konnten ja während der Fahrt nicht so genau zielen und so war durch die Streuwirkung eine hohe Trefferquote zu erzielen. Im vorderen Teil des Raumes wird über die Gerichtsbarkeiten der Grafschaft Hartenstein berichtet.
In dem Zeitraum, der hier auf der Tafel genannt wird, 1402 bis 1776, gab es uns insgesamt wohl 200 Hinrichtungen in der gesamten Grafschaft Hartenstein, die ja ursprünglich sogar bis hoch nach Oberwiesenthal reichte. Darunter verschiedene Folter- und Hinrichtungswerkzeuge. Hier sehen wir eine Armfessel und eine Fußfessel. Hier die sogenannte Daumenschraube. Hier wurden die Finger eingelegt und dann wurden die Finger gepresst, wurde sozusagen zugedreht. Die Finger wurden gebrochen. Hier sehen wir die Armschraube. Hier wurden die Armgelenke durchgesteckt und dann wurden sie gebrochen. Hier sehen wir die sogenannte Folterzange. Sie wurde mit glühenden Kohlen heiß gemacht und dann wurde man am gesamten Körper damit gezwickt. Und das Schandeisen. Mit so einem Schandeisen wurde man meist auf dem Dorfplatz befestigt. Hier unten kam der Kopf durch, hier die Arme über Kreuz. So musste man dann mehrere Stunden in der Ortsmitte stehen und konnte dann noch von den Einheimischen mit faulen Obst, Gemüse, mit Kot beworfen werden. Diese Strafen hatten alle eine Orden in der Öffentlichkeit ausgeführt, damit man auch eine abschreckende Wirkung auf die Bevölkerung erreichen konnte. Das Nonplusultra, natürlich das Richtschwert. Richtschwerter erkennt man daran, dass sie keine Spitze haben. Sie waren bloß für die Hinrichtungen vorgesehen. Das ist das letzte originale Hartensteiner Richtschwert. Mit diesem Schwert wurden unter anderem mehrere Personen auch hingerichtet. Diese Hinrichtungen können wir auf der anderen Seite auf den Bildern sehen. Die Abbildungen zeigen die gängigen Hinrichtungsmethoden des Mittelalters. Die Bilder stammen aus dem Zwickauer Stadtgerichtsbuch aus dem 14. Jahrhundert. Hier zum Beispiel die Hinrichtung mit dem Schwert, hier die sogenannte Pfählung bei Ehebruch, das Rädern, eine Strafe für Raubmörder und hier auf den weiteren Bildern zum Beispiel zu sehen, das lebendig begraben werden, das war eine Strafe zum Beispiel für Kindesmörder. Die Bilder dahinter, die stammen aus jüngerer Zeit, aus dem Gerichtsbuch der Kaiserin Maria Theresia. Da sehen wir zum Beispiel die bekannte Streck- und Folterleiter. Man wurde oben festgebunden, unten dann die Füße auch mit einer Kurbel langsam auseinandergezogen. So hat sich der Körper gestreckt und man ist dann an seinen Schmerzen entweder verstorben oder, was natürlich viel wichtiger war, man hat ein Geständnis hervorgebracht, denn die Folter war ja die Untersuchungsmethode, mit der dann auch ein Geständnis hervorgelockt werden sollte. Hier in der Nische sehen wir jetzt noch verschiedene Gegenstände, die man für die Belagerung einer Burg benötigt hat. Diese Pfahleisen hier. Hier sieht man auch noch ein Kantholz drin stecken. Man hat diese Eisen direkt auf ein langes Kantholz gesteckt und damit konnte man die Türen wie mit einem Rammsporn einschlagen. Und hinten an der Wand sehen wir jetzt noch zwei große Streitäxte. Das waren typische Waffen des Mittelalters. Die linke kleinere aus dem deutschen Raum und die größere, die stammt aus dem russischen Sprachraum. Hier an dem Obergeschoss können Sie sehen, dass die Räumlichkeiten um einiges größer geworden sind, denn hier hat man nicht mehr in den Fels hineingebaut, sondern auf den Fels drauf. Hier auf der großen Tafel, da können wir mal die Besitzer und die Gründer der Grafschaft Hartenstein sehen. Links das Wappen der Familie der Meinheringer, sie waren auch die Gründer der Grafschaft Hartenstein. Und rechts das Wappen der Familie von Schönburg, die jetzt ungefähr 800 Jahre hier in der Region ansässig sind. Die kleineren Wappen zeigen die Vasallen. Der erste bekannte Ursprung ist 1233 Heidenreich von Stein. Er hat sich auch direkt nach der Burg benannt. Und der bekannteste in dieser Reihe 1448 bis 1450 Kunz von Kaufungen, der sächsische Prinzenräuber. Auf diesen Ofenplatten, die stammen ursprünglich aus Schloss Hartenstein und wurden nach der Zerstörung des Schlosses 1945 hier ins Museum gebracht, sehen wir die Belagerung einer Stadt durch Landsknechttruppen, Landsknechte. Das waren große Heere einer Zeit, als die Ritter schon längst im Mittelalter ihre Bedeutung verloren hatten. Landsknechte trugen, wie der Name schon sagt, große Lanzen bei sich als Standardwaffe, aber auch solche großen Biedenhändler. Dieser Biedenhändler stammt ursprünglich aus der Zwickauer Sammlung. Er ist noch ein kleineres Modell, ihn gibt es auch bis zu 2 Meter langer Klinge. Man hat diese Waffen mit 2 Händen getragen und gefasst. Man hat sie vor allem über dem Kopf geschwungen und dann mit zugeschlagen, sodass vor allem von seinen Gegnern die Unterschenkel amputiert wurden. Hier sehen Sie ein Kettenhemd.
Dieses Kettenhemd wiegt um die 25 Kilogramm. Ursprünglich hat man nur solche Kettenhemden getragen und noch keine Panzer, gar nicht Panzer, wie wir sie auch kennen, typische Ritterrüstungen. Diese Kettenhemden haben auch ursprünglich vollkommen gegen Schwerthiebe ausgereicht, aber als dann die ersten Feuerwaffen aufkamen und vor allem auch die stärkeren Armbrustbolzen, haben diese Kettenhemden keinen ausreichenden Schutz mehr geboten und sie wurden durch die Rüstungen ersetzt. Oberhalb dieses Kettenhemdes hat man dann noch einen Umhang getragen, wo zum Beispiel das Wappen des Besitzers drauf abgebildet war, sodass man sich auch im Feld unterscheiden konnte. Der Helm, der oben aufgebracht ist, der stammt natürlich nicht aus dem deutschen Raum. Das ist ein osmanischer Helm, den man während der Türkenkriege erbeutet hat. Hier in der Ecke sehen Sie Abel Streitberger. Er wird auch Manschettenhans genannt. Er war wirklich nur 80 cm groß. Wenn er jetzt nicht auf dem Sockel stehen würde, würde er genau bis hier hingehen. Deswegen auch der Name Manschettenhans, weil er den Leuten bis zur Manschette reichte. Er war zwischen 1620 und 1640 Hofnarr am Hof der Familie Schönburg oben auf dem Schloss, was leider im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Weil er als Hofnarr so beliebt war und natürlich auch durch seine Größe, hat man dann vor ungefähr 350 Jahren diese Holzplastik angefertigt, von der wir nun eben das Erscheinungsbild von Manschettenhans bis heute überliefert haben. Hier an der Ecke wird über den sächsischen Prinzenraub berichtet. Wie ich schon erwähnt habe, lebte Kunz von Kaufungen hier 2 Jahre lang auf der Burg. Er gilt bis heute als sächsischer Prinzenräuber. Im Jahre 1455 kam es nach einem Rechtsstreit zwischen dem Kurfürsten von Sachsen und Kunz von Kaufungen zum Raub der wettinischen Prinzen Ernst und Albrecht aus dem Altenburger Residenzschloss. Das ist hier abgebildet. Einen der beiden Prinzen, das war der Prinz Ernst, den hat man hier in Hartenstein in der sogenannten Prinzenhöhle versteckt. Das war ein alter Bergwerkstollen, den Kunz von Kaufungen noch aus seiner Zeit kannte, als er hier direkt auf der Burg gelebt hat. Als man später die Prinzen wieder befreit hat, wurde Kunz von Kaufungen als Strafe auf dem Marktplatz in Freiberg mit dem Richtschwert hingerichtet. Hier sehen Sie unseren Turnierharnisch. Es ist ein sogenannter Blankharnisch, deswegen, weil er eben so hoch poliert war. Er war damals schon sehr, sehr wertvoll, ist es natürlich auch heute noch. Der ungefähre Vergleichswert für eine solche Rüstung hat man damals ungefähr 2 große Bauerngüter bekommen. So eine Rüstung konnten sich also nur die allerwenigsten leisten. Diese Rüstung hat man vor allem bei Turnieren getragen. Sie hat deswegen auch Merkmale, die sie als Turnierrüstung ausweisen. Zum Beispiel hier diese Nische, die war dafür da, um die lange Lanze reinzustecken. So eine Lanze konnte bis zu 3 Meter lang sein. Sie lag hier auch noch auf einem Haken auf, sodass das Gewicht eben auf der Rüstung lagerte. Der Ritter kam natürlich bei einem Gewicht von 20 bis 30 Kilogramm pro Rüstung nicht so einfach aufs Pferd drauf. Deswegen hatte er Klappen, die ihm zum Beispiel aufs Pferd hochgeholfen haben, beziehungsweise gab es sogar Seilwinden, mit denen die Ritter in die Höhe gezogen wurden und dann wurde das Pferd darunter gestellt. So eine Rüstung sieht sehr statisch aus, aber sie hat natürlich auch Möglichkeiten für die Bewegung. Zum Beispiel kann man das hier sehr schön an den Ochsenmaulschuhen sehen. Die sind alle sehr, sehr beweglich, sodass der Ritter eben richtig laufen konnte und auch die Füße abrollen konnte. Ähnliches kann man auch hier an den Handschuhen sehen. Besteht eben aus 50 Einzelteilen, so eine Rüstung. Und alles ist. Beim Turnier hat man so einen Helm aber nicht getragen. Dieser ist nicht original zu unserer Rüstung. Ursprünglich war hier ein Visierhelm drauf mit einem ganz schmalen Schlitz bloß, sodass man die Augen im Kampf nicht verletzen konnte. Hier an der Seite können Sie noch diese Madonna sehen, Maria mit Christuskind. Diese Holzfigur stammte ursprünglich aus unserer Burgkapelle. Als diese dann abbrannte, hat man sie dann eingelagert und sie wurde dann später ins Museum gebracht. Sie ist heute das einzige erhaltene Stück aus der ehemaligen Burgkapelle von Burgstein. In diesem letzten Raum hier oben wird über das Leben von Paul Flemming berichtet. Paul Flemming ist der berühmteste Sohn der Stadt Hartenstein. Er wurde 1609 in der Stadt geboren. Hier oben auf dem Foto, da kann man sein Geburtshaus sehen. Es ist heute auch noch erhalten und darin befindet sich ein kleines Museum über das Leben und Wirken von Paul Flemming. Er hat in Leipzig Medizin und Philosophie studiert. Es war die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, ein großer Religionskrieg in Deutschland, der mehrere
Jahrzehnte ging und das Land größtenteils verwüstete. Um den Wirren aus dem Weg zu gehen, hat sich Paul Fleming einer großen Gesandtenreise des holsteinischen Herzogs angeschlossen, die ihn unter anderem nach Russland und Persien geführt hat. Die Zeichnung, die wir hier oben sehen, die entstand während der Reise. Sie zeigt den Moskauer Kreml. Paul Fleming war also auch beim Zaren zu Gast in seiner Gesandtschaft. Während der Reise und seines kurzen Lebens hat er verschiedene Gedichte verfasst, zum Beispiel In allen meinen Taten, bekannt aus allen evangelischen Gesangbüchern bis heute, und das berühmte Kusslied, in dem er da unter anderem zum Beispiel darüber berichtet, wie man zu küssen hat und wie man es auch noch verbessern könnte. Auf der anderen Seite des Raums können Sie diese großen Holztafeln sehen. Die zwei größeren von beiden, die waren ursprünglich Deckengemälde, befanden sich in der alten Hartensteiner Kirche, die bereits 1870 abgetragen wurde und zugunsten des Neubaus ersetzt wurde. Darauf zu sehen hier die Geburt Christi in Bethlehem und auf der anderen Seite das letzte Abendmahl, passend zu Ostern, Christus mit seinen Jüngern. Die Gemälde stammen aus dem frühen 16. Jahrhundert, genauso wie das kleinere hier in der Ecke. Es ist nicht sonderlich gut gemalt, aber das Besondere an diesem Bild ist, es zeigt die älteste uns bekannte Stadtansicht von Hartenstein aus dem 16. Jahrhundert mit dem alten Renaissance-Schloss oberhalb der Stadt, das leider im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, dem alten Rathaus im Hintergrund und der alten Stadtkirche, die zugunsten des Neubaus dann später abgetragen wurde. Und aus dieser Kirche stammen auch diese Bilder, die wir hier sehen. In diesem letzten Raum werden bäuerliche Arbeitsgeräte und Möbel ausgestellt. Zum Beispiel hier unser Himmelbett von 1830. Himmelbetten sehen nicht nur schön aus, sie hatten auch eine Funktion. Diese Dächer waren dafür da, dass wenn Ungeziefer oder Putz von oben herunterfiel, konnte man es dann von oben wegkehren. Die Häuser waren natürlich noch nicht so sauber, wie wir sie heute haben. Und so war es nicht ungewöhnlich, dass auch mal viel Schmutz im Bett landen konnte. Durch die Dächer blieb das Bett sauber. Man konnte dann auch noch solche Vorhänge davor anbringen, damit es nicht so sehr gezogen hat. Dieses Bett war auch für zwei Personen gedacht, daran kann man auch schön sehen, dass die Bauernhäuser nicht so groß waren und die Betten auch nicht so viel Platz wegnehmen durften. Hier in der kleinen Ecke noch unsere Innungslade der Hartensteiner Weber von 1683. In solchen Innungsladen konnten wertvolle Gegenstände aufbewahrt werden, wichtige Dokumente, aber auch in solchen kleinen Fächern, zum Beispiel Münzen. Es war verschließbar und in der Regel besitzen solche Innungsladen sogar zwei Schlösser, damit immer zwei Personen anwesend sein mussten, wenn man sie öffnet, sodass nicht nur einer etwas Wichtiges herausnehmen konnte. Oberhalb des Webstuhls können wir noch verschiedene kunsthandwerkliche Gegenstände sehen, zum Beispiel die zwei großen Kristallleuchter aus dem böhmischen Raum und natürlich hier ganz typisch fürs Erzgebirge die Holzkunst, zum Beispiel hier diese geschnitzten Leuchterengel oder die gedrechselten Leuchterspinnen. Das könnte kurz quietschen. Als man ab 1450 die Unterburg angebaut hat, hat man diese, den ältesten Teil, den Palas, nicht mehr bewohnt. Deswegen haben sich auch die Innenräume sehr gut erhalten. Aber eben auch die spätere Nutzung als Lagerraum kann man bis heute noch sehr gut sehen. Diese Türe war dazu da, um hier Waren hochzuziehen. Die wurden dann hier oben reingebracht, da gab es einen Ausleger hier oben mit einer Winde, da wurden die Gegenstände hochgezogen und hier reingeholt und hier hat man die dann zwischengelagert. Von hier oben aus hat man eben auch einen guten Blick nochmal über die Burg. Jo. An dieser Stelle beenden wir jetzt unseren Rundgang. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch in unserer Burg und hoffe, dass wir Sie auch bei einer Führung begrüßen dürfen. Unsere Führungen ab April zwischen 10 und 16 Uhr. Die letzte Führung findet dann 16 Uhr statt.